Ich entwickle selbst seit etwa 8 Jahren an künstlichen Intelligenzen, unterrichte zumindest teilweise auch KI in Vorlesungen und nutze selbst aktiv KIs seit einigen Jahren. Und ihr auch, ohne dass ihr es wisst. Und diese hier nutze ich ständig in meinem Alltag. Oh, und an der Stelle ein Save the Date für euch. Am 31. Mai um 19 Uhr spreche ich mit Dr. Alexander Brändle von der FHDW auf Twitch und Discord darüber, wie ChatGPT das Studium ändern wird und auch schon geändert hat. Das Ganze findet im Rahmen der DoIT-Kampagne von unserem Partner, der Fachhochschule der Wirtschaft, statt und ist natürlich ein unfassbar wichtiges Thema für alle, die entweder schon Informatik studieren oder das in nächster Zeit vorhaben. Denn wie ich schon gespoilert habe, ChatGPT ist ein massiver Gamechanger für meine Arbeit und die von zig Informatikern, aber auch Studenten und Dozenten da draußen. Aber nachdem ihr euch jetzt den 31. Mai 19 Uhr auf Twitch und Discord eingetragen habt, fangen wir doch mal mit Punkt 12 an. Ich verbringe einen Großteil des Tages in Meetings. Häufig sind die aber für mich nur so halb relevant und ich arbeite nebenbei weiter. Gelegentlich sind andere Teilnehmer nicht da und sie brauchen eine Zusammenfassung. Bisher war das immer eine Frage, wen wir verdonnern, Dokumentation zu schreiben. Mittlerweile nutzen wir dafür KI-Tools, die im Meeting wie ein Anwesender einfach da sind und anschließend eine Zusammenfassung und teilweise sogar Aufzeichnung erstellen. Klar, Datenschutz, deswegen lädt man die halt nicht ein, wenn es sensible Themen sind, dürfte klar sein. Ich nutze selbst eigentlich immer Fireflies AI oder meine eigene Variante mit Open Broadcaster Software und dann Whisper lokal dazu. Fast jeder Mensch auf diesem Planeten nutzt Google Maps. Ich habe zwar echt gute Erfahrungen mit OpenStreetMaps, aber Google Maps ist dann doch nochmal so ein kleines bisschen besser. OpenStreetMaps nutzt KI, um Daten zu validieren, Straßen und Gebäude zu identifizieren und um die Karte zu vervollständigen. Google Maps weiß, dass diese Daten korrekt sind und nutzt tatsächlich keine KI eigentlich, auch nicht zur Wegberechnung. KI kommt aber durchaus bei Google Maps vor, beispielsweise um den Verkehr vorherzusagen und die ganzen Daten in Echtzeit zu verarbeiten. Dadurch können teilweise Staus vorhergesagt werden, bevor sie existieren und Google leitet euch woanders durch. Hand aufs Herz, die Zeit, wenn ich ankomme, unterscheidet sich meist echt nur maximal 2 Minuten bei einer Strecke von über 30 Minuten Fahrt. Das ist insane gut und besser, als ich das jemals könnte. Ebenfalls weit verbreitet und ein Must-Have in meinem Leben ist mein Spam-Filter. Mich erreichen täglich etwa 30 Spam-Nachrichten plus eher als minus, allerdings allesamt nur auf meinem öffentlichen E-Mail-Konto, denn da müsste ich selbst filtern. Da darf aber nichts durch die Lappen gehen, deswegen geht das da nicht. Das sieht bei Gmail, aber auch bei Outlook, Tutanota, ProtonMail und so weiter ganz anders aus. Die nutzen KI-Systeme, um eure Mails für euch vorzusortieren. Phishing-Mails werden so genauso erkannt wie etwa E-Mails, wo man euch nur etwas andrehen möchte. Ich kann die letzten Spam-Mails, die es dadurch geschafft haben, wirklich an einer Hand abzählen. Verglichen mit 30 pro Tag ohne diesen Filter ist das beeindruckend und eine deutliche Verbesserung der allgemeinen Sicherheit. Denn ich erinnere gern nochmal daran, 90% aller Angriffe starten über Phishing. Ihr werdet es nicht glauben, aber in meinen Videos sind seit einiger Zeit immer wieder Bilder drin, die mit der KI erzeugt werden. Sogar auf diesem Thumbnail hier findet ihr KI-Bilder im Hintergrund. Das hat einen entscheidenden Vorteil. Das professionelle Erstellen solcher Bilder konnte ich mir noch nie leisten, so viel verdient man dann als Creator einfach nicht. Also haben wir häufig solche Bilder hier genutzt. Stockbilder, die gratis zur Verfügung gestellt werden, passen allerdings oft nur so zur Hälfte. Mit KI-generierten Bildern klappt das deutlich besser, auch wenn man immer mal wieder neue Versuche braucht. Insgesamt geht es nicht nur schneller, weil man einfach nicht mehr suchen muss, sondern man bekommt auch Bilder, die viel besser passen. Unser Tool hier Midjourney AI. Ah, Voice Assistants, ein schwieriges Thema. Datenschutztechnisch sind sie bekanntlich ein Albtraum. Alexa beispielsweise hat keinen wirklichen Hehl daraus gemacht, dass die Teile, die nicht gut verstanden wurden, eigentlich direkt an Amazon-Mitarbeiter gehen und dort dann analysiert werden für neue Trainingsdaten. Klar, dass das zu Grenzfällen führt, wie Amazon-Mitarbeiter hören beim Mord zu und wissen nicht, ob sie eingreifen dürfen, weil Datenschutz. Aber außerdem Skandal, weil Amazon-Mitarbeiter dürften gar nicht zuhören.
Ich benutze selbst mittlerweile einen Voice Assistant. Ihr habt es in meinem Stream schon gesehen, allerdings startet der sich nicht automatisch, sondern wenn ich diese Taste hier länger drücke. Das funktioniert gut und ist deutlich schneller, als es manuell einzugeben. Und wer nun Angst vor Tracking hat, meine Stimme ist längst ziemlich gut bekannt. Oder auf welcher Plattform hörst du mich gerade? Hey Google! Ah, fuck! Was ich gerade zu euch spreche, ist keine spontane Sprache oder Dinge, die ich mir spontan überlege. Meine Videos sind geskriptet, recherchiert und natürlich habe ich tatsächlich ein großes Problem beim Lesen. Wenn Rechtschreibfehler drin sind zum Beispiel, wird es schwierig. Klar, manchmal gefällt mir auch einfach meine Betonung nicht, aber wenn ich Mist vorgeschrieben habe, was vorkommt, brauche ich oft genug 5 Aufnahmen. Sorry dafür, lieber Cutter. Deswegen greifen mir übrigens auch bei Mails etc. Rechtschreibkorrekturen unter die Arme. Das tun sie bei euch vermutlich übrigens auch, denn jedes Handy hat eine eingebaute Rechtschreibkorrektur. Man kennt sie nur zu gut, die Autokorrektur. Eigentlich ein Meme für sich. Mittlerweile beruhigt sie sich aber ein bisschen, zumindest manchmal, und hilft mir oft beim Arbeiten, speziell am PC, mehr als dass es nervt. Meine Videos sind auf Deutsch gesprochen, allerdings durchaus nicht nur für deutsche Zuschauer relevant. Gerade meine Tutorials sind ja einfach reines Wissen, das ich weitergeben möchte. Deswegen lasse ich mich hier Untertitel mit Hilfe von Whisper bauen. In Deutsch und in Englisch. Deutsch deswegen, weil das hoffentlich einer Community gut tut, die häufig ausgeschlossen wird, nämlich all jenen, die nicht so hören können wie wir. Warum das für euch wichtig ist, sagen wir, ich frage mich noch immer, warum es in all den 1000 Messengern noch immer kein Feature gibt, Sprachnachrichten zu lesen. Es fuckt mich jedes Mal ab, wenn jemand mir eine 2 Sekunden Sprachnachricht mit okay drin schickt. Oh, und wo wir schon dabei sind, baut bitte eine Zusammenfassungsfunktion ein für all die, die mir wieder eine 10 Seiten Mail schicken. Foreshadowing, bam! Ebenfalls wichtig in meinem Leben, vor allem bei den ganzen Recherchen, um teilweise Quellen aus Frankreich oder sonst wo lesen zu können, gibt es das hier. Zum Glück muss man das nicht mehr wirklich alles fließend sprechen können. Ihr sprecht kein Japanisch, wollt aber trotzdem nach Japan? Well, Google Lens has you covered. Und außerdem der Übersetzer und der Dolmetscher-Modus, die wirklich alles übersetzen können. Schilder, gesprochene Sprache, Artikel im Web, easy. Übrigens auch Untertitel und da arbeite ich derzeit dran. Bald also Morpheus vielleicht auf Japanisch? Zumindest was die Untertitel angeht, sehr gerne. Die Sprachspur, das liegt bei YouTube in der Verantwortung. Von mir haben sie bereits 3 Anfragen bekommen, dass ich endlich mal auch andere Sprachen anbieten darf. Meine Tools hier, Google Lens, DeepL und Google Übersetzer. Eine Sache, die aber alle von euch nutzen und über die ich schon zigmal berichtet habe, sind natürlich die Algorithmen, die euch hierher bringen. Content, der irgendwie alle betrifft, wird auch allen angezeigt, Nischen eher seltener. Das hat natürlich Vorteile. Jeder hat seinen eigenen ganz persönlichen Content-Feed, wovon speziell Plattformen wie TikTok profitieren. Aber leider hat das auch grandiose Nachteile. Aber darüber habe ich ja schon mehrfach gesprochen. Fakt ist, Social Media oder generell diese Algorithmen übernehmen für euch alle eine Filteraufgabe. Newsartikel, Musik, Serien, Videos, all das wird euch nur noch gezeigt, wenn es euch gefällt oder euch zumindest zum Anschauen bewegt. Denn so viel Content, wie wir erzeugen, da hat man gar keine Möglichkeit, annähernd mehr alles zu sehen, nicht mal mehr alles anzuschauen und zu überlegen, ob es relevant ist. Deswegen die Vorfilterung. Für mich als Gamer extrem spannend und ständig im Einsatz ist DLSS. DLSS ist eine KI von Nvidia, dem Grafikkartenhersteller, die eure Games hochskaliert. Sprich, ich berechne mein Spiel nur in Full HD, meine Grafikkarte benutzt dann aber eine KI, um das Spiel auf 4K hochzurechnen. Das soll effizienter sein, als es direkt in 4K zu berechnen? Stellt sich raus, ja. Um Welten. Die 3. Version des Deep Learning Super Sampling hat bis zu 4-mal so viele Bilder pro Sekunde. Und um ehrlich zu sein, sehe ich keine Grafikeinbußen mehr. Aber hey, was sag ich schon mit meinem Cyborg-Gadget-Brille? Das Smartphone, unser ausgelagertes Gehirn, ist tatsächlich vollgestopft mit KI. Erst kürzlich hat Google angefangen, spezielle KI-Chips zu implementieren, die die Berechnung schneller machen. Mit Erfolg. Die größte Sichtbarkeit dieser KI sehen wir bei den Smartphones aber wohl in den Kameras. Nachschärfen, Zoomen, Details, Upscaling, sogar Retuschen, die man mit Photoshop erstmal schaffen muss. All das bringt das Smartphone von Haus aus mit.
Meine Nummer 1 ist aber wohl unumstritten ChatGPT oder ChatGPT. Ich nutze es bei der Arbeit ständig und auch privat kommt es zum Einsatz. Das Tool ist simpel, stellt Fragen, es antwortet. Ich lasse mir damit mittlerweile Code erzeugen, den ich nur noch korrigieren und zusammenpuzzeln muss. Wir hatten das mal errechnet. Ich bin 5-mal so schnell ungefähr. Ich benutze es zum Erstellen von Kursen, damit ich keine Themen vergesse und eine sinnvolle Struktur baue. Und ich nutze es aber auch zum Zusammenfassen von Artikeln, von denen ich erstmal nicht weiß, ob sie für mich wirklich relevant sein könnten. Oder um erste Ideen zu bekommen, ob ein Thema euch überhaupt interessieren könnte. Ich nutze es zum Skriptprobelesen, um den Spannungsbogen für euch angenehm zu machen und vielleicht missverständliche oder zu komplizierte Passagen zu verbessern. Aber jetzt seid ihr dran. Welche Tools nutzt ihr ständig? Was sollte ich mir definitiv mal ansehen? Und welche KI werden wir wohl bei der Bootstrap Academy bald einsetzen? Ich glaube, es steht außer Frage, dass wir daran arbeiten, euch die Lernerfahrung noch ein bisschen besser zu machen bei uns, oder? Für die, die meine Academy noch nicht kennen, ihr könnt dort inhaltlich fast ein ganzes Informatikstudium konsumieren. Und ich bin dran, das fast loszuwerden. Seit einer Weile gibt es nun auch Webinare, die ihr als Community selbst halten könnt. Mein Ziel ist, Lernen einfacher, interaktiver und moderner zu gestalten. Und ja, ohne euch geht das nicht, also schaut gerne vorbei. Bis bald!